passiert? Au! Au! Ich verliere live? Ui, ui, meine Fresse. Ui, ui, ui. Die Karte hat einiges abbekommen. Muss jetzt ein bisschen aufpassen. Wow. Ey. What the fuck? Herzlich willkommen zu Humanity, meine Lieben. In der letzten Folge haben wir die Zombies auf 2,5 gestellt. Heißt, wir haben jetzt Massen von den Viechern um uns herum. Und wir sind mitten in dieser riesigen Stadt, die wir zusammen durchgehen wollten. Und ich wollte noch einen Baumarkt gucken oder irgendetwas. Ich vermute hier, werden auf jeden Fall noch einiges an Zombies schlachten müssen, bevor wir hier Loot finden. Plan für diese Folge ist, noch einen Trichter zu finden. Ich denke logischerweise aus einem Baumarkt. Die komplette Base aufzubauen und zu gucken, was wir mit der Radiostation machen können. Da ist das Polizeiauto, was man fahren kann. Das habe ich... Ne, das ist noch eins. Oh mein Gott. Hier sind einfach zwei Polizeiautos, die man sich schnappen kann. Das ist cool. Wie geht's dem so? Nicht so gut. Also so einen nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Was haben wir hier? Ja, schau mal da. Zahnriemen. Hier ist nichts. Ich drehe mich falsch rum. Nö, aber den können wir hier drinnen lassen. Wieso nicht? Wir haben sogar noch einen im Inventar. Alles klar. Weiter geht's. Wo gucken wir uns noch um? Hier ist die Tanke gewesen. Die Tanke könnte ich mir theoretisch mal markieren. Wie markieren wir denn die Tanke? Tanke. Gut. Das ist sie. Und noch ein Polizeiauto. Okay, die sind relativ kommen. Da sind ein paar Kollegen. Und da ist dieses komische Lagerhaus, wo wir hinwollen. / Oh. Ich weiß nicht mal, ob es ein Lagerhaus ist. Wir sind nicht nachgeladen. Das ist nicht so gut. Echt jetzt? So doof seid ihr? Und eure Kollegen sind genauso doof. Au. Okay, die sind ein bisschen schneller als vorher gefühlt. Kommt! Essensglocke ist geläutet. Oh oh. Hör auf mich zu schlagen. Au! Au! Ich verliere live. Ich habe keine Hose mehr an. Aber das mit der Hose finde ich nicht gut. Sauerei, echt. Wir haben einfach keine Hose mehr. Hier ist noch eine Tankstelle. So ein Zahnrad nehme ich mal mit. Ja, genau. So ein Zahnrad nehme ich mal mit. Wir trinken, wir laden uns wieder auf. Relativ... Noch so ein Stinker. Also ein Rennender. Oh! Kommt ihr denn jetzt her? Ja, auf schwer halten die ordentlich was aus. Wir haben leider nicht mehr viel Sportflintenmunition, aber auf den da habe ich keinen Bock.
Eieiei. Ist doch gut jetzt. Wir sind auch schneller. Eieiei. Ist jetzt Ruhe, ja? Okay, hier war nichts mehr drin. Ich heile mich ein bisschen hoch. Ja, auf jeden Fall. Zombies mal 2 macht mehr Sinn. Der nächste Playthrough auf jeden Fall Zombies mal 2. Und ich hätte eine Hose mitnehmen sollen. Wieso habe ich dunkle Schenkel? Beim nächsten Mal auch eine Pistole als Sekundärwaffe. Wäre jetzt perfekt. Für eine Deagle auspacken. Okay, reicht. Ihr seid genug. Boah. Aua. Wie er übertreibt, habt ihr es gesehen? Holy fuck. Beim nächsten Mal machen wir die Einstellung komplett auf hart. Zombies mal 2. Ich glaube, wir brauchen noch ein Seil, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, komm, ich nehme die Stofffetzen mit. Die kann ich schon gebrauchen, das Seil jetzt erstmal nicht. Das ist zweitrangig. Nägel kann man immer gebrauchen. Der restliche Kram ist Schmutz. Oh, eine Autobatterie. Die können wir da gleich einlegen. Baseballschläger, nicht noch ein. Oh, sehr gut. Das war Pumpgun Muni. Was geht hier so ab? Boah, ich habe Pumpgun Muni gefunden. Die verschwenden wir direkt. Oh, so ein Dicker. Oh, ein Exploder. Explodier. Habt ihr gedacht? Nee, ich schieß nicht. Oh, oh, au. Jetzt gut ist. Stirb doch! Unglaublich, wie viel die aushalten. Da kommt jetzt noch so eine Tante. Alter! Jetzt ist gut. Wow. Danke. No. Okay, ich muss ganz anders spielen. Bin viel zu offensiv. Dann dauert's halt ein bisschen. Eieiei. Wenigstens wird's jetzt hell. Und die Zombies haben mich fast geheilt. Immerhin das. Jetzt eine Hose wäre cool. Okay, okay. Die Batterien benutzen wir. Good to go. Ist klar.
Zum Glück ist das vorher nicht passiert. Aber ich glaube, da kommt noch einiges. Gucken uns das aus sicherer Distanz mal an. Oh, hätte ich jetzt eine Handgranate. Oh mein Gott. Das sind zu viele. Ich sollte wirklich nach Hause fahren und Handgranaten basteln. Ja, das werden wir tun. Komme ich hier über den Zaun? Mein Headset ist gerade ausgegangen. Okay, wir nehmen das als Vorteil, dass die sich jetzt alle dort versammelt haben und wir ganz chillig hier durchlaufen können. Kaffee sollte ich mit einstecken. Und was ist das überhaupt hier? Lohnt es sich hier hin zu... Oh. Zelte. Vielleicht finden wir hier noch einen Radio Receiver. Bam, Licht. Weil wir es haben. Ich vermute, hier haben wir die alle platt gemacht. Kein Loot. Das ist sad. Nur eine Spritze. Nehmen wir halt mit. Musste nur Platz schaffen. War jetzt unlogisch Platz geschaffen, aber Platz geschaffen. Können noch das hier trinken. Das war's, glaube ich, hier, ne? Hier wird nicht mehr viel sein. Was ist das für ein Haus? Ach doch. Das ist ein Krankenhaus. Oh, holy shit. Was? Wo ist Zombie? Okay, dann haben wir Krankenhaus. Oh, hi! Ich glaube, schießen wäre jetzt keine so gute Idee. 7 Schuss. I don't know. Machen erstmal einen weniger. Kommt der Digger vielleicht noch? Ja. Die Zomboid-Tactics einen nach dem anderen. Haha. Du bist umgefallen. Das ist dein Tod. Wo sind noch welche? Ah! Ich dachte schon, ihr habt mich jetzt schon verloren. Ich weiß gar nicht, ob ich das Krankenhaus looten will. Wir haben eigentlich genug Medic-Stuff. Eigentlich sollte ich hier einfach ausfahren. Und noch ein Auto. Welches ich ganz sexy finde. Immer schön versuchen, beide zu treffen. Ja. Schade, er war am Boden. Nee, triffst du nicht. Ich treff nicht. Sehr gut. So, jetzt gucken wir mal mit dem Fernglas. Sind es noch viele? Nö, geht. Aber es ist ein Polizist dabei. Der Polizist ist ex... Sitzt einer im Auto? Ja. Da sitzt einer im Auto. Sogar so ein Explodierer. Mach mal nicht. Schade, dass man die nur stunnen kann, wenn sie laufen, nicht wenn sie schon gestunnt sind. Einfach staggern, so dass der nie wieder los kann. Voll auf die Rübe. Ist aber ein Zeichen dafür, dass er nicht mehr viel aushält, glaube ich. Au! Pisser. Machen meine Klamotten kaputt einfach. Einfach immer erst zuschlagen, wenn er läuft. Ja. Beste Taktik. Laufen lassen, schlagen. Ist jetzt gut da.
Lass mich jetzt looten. Das nehmen wir, das nehmen wir, das nehmen wir. Ich bin voll. Ne, ich geh da jetzt nicht rein. Wir fahren zurück, wir holen Munition. Da ist kein Baumarkt, das hat das auch gar keinen Sinn. Immerhin haben wir jetzt das fette Auto, wo viel mehr Loot reinpasst. Hallo! Eieiei. Trotzdem würde ich das hier gerne noch looten. Da war ich doch dran, oder? Ne. 57 9mm Schüsse, ja. Immerhin. Was haben wir denn für 9mm Waffen? Oh, fuck. Keine Hose und keine Melee-Waffe, ja. Ne, keine Melee-Waffe. Ich muss dich leider totboxen. Okay. Das hat besser funktioniert als gedacht. Gibt's hier eine Waffe für mich? Ansonsten bin ich raus. Na gut. Die paar machen wir noch mit dem Messer. Falls uns was attackiert. Vergesst es. Der Typ ohne Hose geht. Hier stehen wir irgendwo. Ich glaube, hier über die Wand. Da ist die Karte. Das reicht. Ich fahr da lang zurück, um zu checken, ob es hier noch irgendwo einen Baumarkt gibt. Nee, das ist falsch. Hier geradeaus müsste ich fahren. Alles klar, wir fahren hier geradeaus. All good. Gibt's hier einen Baumarkt? Sieht nicht danach aus, hier gibt's Hunde. Eine Pizzeria war da. Ui, ui, meine Fresse. Nicht versagen, Otto. Ein kritisches Stück. Uiuiui. Die Karre hat einiges abbekommen. Muss jetzt ein bisschen aufpassen. Wow. Ey. What the fuck? Was passiert hier? Brennt dieses Auto? Oh oh. Du darfst nicht brennen, du musst fahren. Der Hund ist schneller als ich. Wo bin ich? Das ist gut. Nee, nee, du musst fahren jetzt. Ist mir scheißegal. Ich glaube, das ist ein Bug. Ich hoffe, es ist ein Bug. Wir haben da irgendwo einen Zombie noch vor uns. Oder das Auto explodiert gleich. Ich habe irgendwie Angst, dass es explodiert. So, Ruhe ist. Was ist hier passiert? Wir haben Permadeath, also wenn ich deswegen sterbe, ist schon traurig. Starter 1. Deswegen brennt er? Ist das jetzt so neu gemacht, ja? Ich hatte schon mal ein halb kaputtes Auto. Komm, mit Starter 1 kommen wir noch ein Stück. Das ist noch ordentlich, ne? Oh fuck, ist das weit. Oh. Ich glaube, hier an einem der Autos war noch ein bisschen was an Munition, an Teilen. Oh fuck! Haben wir noch Kollegen? Nee, Auto, du musst jetzt halt. Das ist keine Wahl. Das Problem ist, ich habe auch nicht viel Munition. Wenn die mich jetzt irgendwo einkreisen,
Kann ich nicht einfach aussteigen und schießen? Ich muss jetzt nach Hause. Am besten mit dem Wagen. Vielleicht sollte ich hier einfach querfeld einfahren. I don't know. Ich habe Bedenken. Ich habe auch die starke Vermutung, dass der irgendwo einfach stehen bleibt. Nee, ich bleib auf. Aber wenn ich auf der Straße bleibe, werden wir dort getötet. Ich muss abbiegen. Okay. Let's go. Fick dich, Auto. Nicht dein Ernst. Nicht dein Ernst. Ach, ja. Da ist er hin. Der gute Starter. Was machen wir? Laufen wir von hier aus oder gucke ich mir das Auto erstmal im Norden an? Ja, lach mich aus, Hirsch. Ist in Ordnung. Ich fänd's auch lustig. Hier. Hier. So, da, so, irgendwo, so. Okay, und wir müssen in diese Richtung. Da. Das ist richtig. Yes, sir. Wir brauchen einen Starter. Das ist jetzt unangenehm. Speziell die Sache mit der Hose. Aber auch das mit dem Auto. Ja, mit mal 2 hat man viel, viel mehr Survival-Aspekt. Hier dürfte noch nichts gerespawnt sein, ich hoffe es. Oh je, euer Ernst? Houston, wir haben ein Problem. Die sind gerespawnt. Fall doch hin, bitte. Ja, danke. Da ist ein Brenner, der muss weg. Oh, cool, der liegt direkt. Habe ich ein Level, was ich reinskillen kann? Habe ich. Soll ich das für Messer benutzen? Ist eigentlich... Ai! Das darf nicht euer Ernst sein! Ich will doch nur an das Auto. Hab noch ein paar Schüsse, also so ist nicht. What? Du Schwein! Er hat mich gebissen oder irgendwas. Du Schwein, meine Schutzweste. Eieiei, so gehe ich nicht mehr aus dem Haus, sage ich, wie es ist. Wir müssen uns kurz mal ein bisschen hochheben. Ich überlege, ob ich aufs Risiko gehe, weil ich keinen Bock habe zu laufen. Theoretisch müsste ich jetzt durch den Wald laufen, dafür haben wir genug Essen und Trinken. Aber ich will nicht, verdammt, hätte ich den anderen Baseballschläger doch mitgenommen, da lag noch einer. Einfach ausgetauscht. Wie viel Schuss haben wir denn noch? 6. Also der Hund geht auf jeden Fall mit der Pumpgun und dann müssen wir gucken, wie es weitergeht. Okay, erstmal gar nicht. Ist gar nicht so verkehrt ist. Wieso haben die mich alle auf einmal gesehen? Weil der so rumgebrüllt hat, gell? Du bist ein Brüller! Kleiner Brüllaffe. Halt mal's Maul. Ja. Und gib mir Muni. Nee. Ja, hier steckt dir das noch rein. Dosen will ich gerade nicht. Ja. Es macht jetzt mehr Sinn, mit einem Raketenwerfer rumzulaufen. Hier wird doch irgendwo ein Startermotor sein. Bitte. Noch einer? Das darf doch nicht wahr sein, komm. Du da, komm, ich glaube, der brüllt rum. Was war denn der da?
Einer oder zwei? Einer, der einen Schatten wirft. Yay, fünf Tage. Hi. Heißt, es wird jetzt morgen. Wieso sind da so fucking viele? Die waren doch alle tot. Oh, er lag nicht mehr. Ja, den da kann ich gar nicht mit dem Messer machen, den ekligen. Na, kann ich schon. Ich scheiß jetzt erstmal drauf, das sind zu viele. Jetzt kommt der Hund! Natürlich. Ah, der hat zum Glück nicht so viel Life. Das sind nur zwei. Mit zwei komme ich klar. Sogar ziemlich cool. Yep. Gut. Jetzt kriegen wir Ausdauer ohne Ende. Und 500 Zombies haben wir getötet. Gut, mittlerweile geht das auch um einiges schneller. Jetzt beginnt das Survival Game. Was habt ihr noch so? Noch eine Cola, noch ein bisschen Shit. Ne, brauche ich nichts von. Das ist nicht schlecht, dann können wir uns noch Molotovs bauen. Ups, theoretisch kann ich mir doch jetzt schon einen Molotov bauen, ja. Machen wir mal. Und equippen den auch mal. Das heißt, ich muss das hier wegtun und den da rein. Gut. Und die können wir saufen, ist aber egal. Was wollt ihr mir? Ich hab Molotow-Cocktail. Oh oh. Ja, hat funktioniert. Interessiert die aber irgendwie wenig. Bockt die nicht. Das sind mir noch zu viele. Wenn die mich alle attackieren, bin ich im Arsch. Ich muss jetzt einfach hoffen, dass da was drin ist. Bitte. Doch hier safe was liegen lassen. Oh. Wie viele sind's? Das ist die Frage, die spannende. Au. Einer ist okay. 501. By the way. Könnte auch schleichen, aber ist nicht männlich genug. Ich hab hier alles rausgeholt. Oh Gott. Ich hab den Starter mitgenommen, falls hier einer war. Hat keinen Sinn, weg hier. Fuck, wir müssen laufen. Das ist die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, ich verschwende den ganzen schönen Tag. Wo man viel besser aufnehmen kann. Hey, für durch die Gegend rennen. Ist das nicht super? Das habe ich am allerliebsten. Und ich habe nicht im Auto geguckt, was ich noch so brauchte und nicht. Verdammt. Alles nicht cool. Komm ich da nochmal hin zurück. Okay, aber gelernt fürs nächste Mal. Mit mal 2,5 Zombies ist nicht zu spaßen. Kann ich denn überhaupt irgendwas aufbauen? Nö, doch ein bisschen Wires und Electronics habe ich dabei. Immerhin. Die Radio Station ist gebaut. Jetzt sind wir hier und jetzt gehe ich hier einfach quer runter. Einfach so. Und dann bin ich falsch. Gott, ist das noch weit.
Ach Mann, ich hab die Steine nicht dabei. Wir hätten den Ofen fertig machen können. Home sweet home. Ich leg schnell alles ab, nehme mir einen Starter mit und renne da wieder hin. Das ist der Plan. Aber erst bauen wir das hier fertig, bevor ich da irgendwas reinlege. Und wir testen gleich die Radio Station. Da bin ich echt gespannt. So, Nägel. Ja, lassen wir erstmal so da drin. Bisschen Scrap. Hier haben wir noch ein Glas, was wir dazulegen können. Öl ist in einer anderen Schublade. Das ist auch Baukram. Okay. Das kann hier auch rein. Und das kann hier auch rein. Super. Gucken wir mal in der Spritkiste. Wir haben noch einen Starter. Das ist mega. Dann nehmen wir einen Starter hier schon mal raus. Wieso erzähle ich euch das überhaupt? Ich werde euch eh cutten. Ich werde jetzt aber noch schnell Medkits bauen. Dazu brauchen wir Pillen und diese schönen Blutsäckchen hier. Ne, Quatsch, Pillen und, sag doch mal. Pillen und Stoff brauchen wir dafür, nur nicht mal die Blutsäckchen. Ist ja noch besser. Erstmal alle Pillen aufmachen hier, die verbrauchen mir viel zu viel Platz. Gut. Jetzt machen wir Pillen und Stoff zu Medkits. Perfekt. Jetzt haben wir keinen Stoff mehr. Das heißt, wir müssen uns wieder Stoff besorgen. Ah, siehst du mal, hier ist noch was. Erstmal das, was wir noch bauen können. Das war's. Noch mehr Medkits, bitte. Ich das noch mitnehme, das noch. Gut. Die Bloodkits sind also für die Spritzen da, also für Zombie-Virus. Ich wurde zum ersten Mal gebissen, das wird jetzt wahrscheinlich öfter passieren. Check. Ja, und wir probieren jetzt die Radio Station zusammen aus. Bam, 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 bam. Und da ich keine Option habe, vermute ich, kommt jetzt einfach ein Händler. Weil das habe ich in meinem Testspielstand schon mal gemacht und dann kam einfach ein Händler an. Agent at your service. Ja, sehr wahrscheinlich. Okay, das ist schade. Wo ist Agent at my service? Da ist er. Hey. Du hast null interessante Sachen. Soll ich ehrlich sein? Null, Bruder, null. Ich gebe dir jetzt mal Zigaretten. Wehe, du gibst mir keinen krassen Preis dafür. Kommst du etwa in mein Haus? Holy, geh weg von meinen Kisten. Bruder, ich kill dich. Uff. Okay, das ist extrem viel wert. Kriege ich Währung dafür? Nö. Ich will Währung dafür, einfach nur Währung. Wie viel soll ich denn davon kaufen? Das ist doch unmöglich, dass ich voll mache. Ach komm, du bist doch ein Knecht-Trader. Was ist das für ein Trader? Geh mal aus meinem Haus. Schnell! Oder gib mir deine Hose. Gib mir deine Hose jetzt. Gib mir deine Hose. Gib mir deine Hose! Gib mir deine Hose. Kann ich denn? Kann ich? Ich wette, der erschießt mich. Piu! Oder es passiert einfach gar nichts. Meine Lieben, wir werden in der nächsten Folge das Auto zurückholen. Ich werde mir wieder eine Hose anziehen, damit ich auch wieder ansehbar bin für euch. Aber vielleicht gefällt euch ja auch das. Lasst mir ein Like da, falls es euch gefallen hat. Zombie-Apokalypse auf 2,5. Und wir werden definitiv so weitermachen. So macht das Game Spaß. Bis zum nächsten Mal. Peace out.